Wir von Steurer Systems produzieren, entwickeln, liefern und installieren nun seit knapp 60 Jahren Skidepot-Systeme, Trocknungs- und Hygienesysteme und Garderobensysteme für den Wintersportbereich, aber auch für den industriellen Bereich und für den kommunalen Bereich weltweit. Durch die optimale Kombination von Beratung, Engineering, Produktion und Design erreichen wir in Kombination mit höchsten Ansprüchen an unsere Materialien die besten Kundenzufriedenheiten mit rund 40 Mitarbeitern. Im Mai 2020 haben wir von Steurer und die Kollegen von Wintersteiger uns zusammengetan, um den globalen Kunden ein integriertes Komplettangebot an Lösungen anzubieten. Wintersteiger ist der Weltmarktführer im Bereich von Skiservicemaschinen, aber auch von Verleihsystemen im Bereich vom Wintersport. Ziel ist es, die Kräfte zu bündeln und die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und somit die Weltmarktführerschaft im Bereich von Skidepot-Systemen und aber auch im Bereich von Trocknungs- und Hygienelösungen auszubauen. Am Standort in Altach sind wir rund 40 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 8,4 Millionen Euro. Unsere Hauptmärkte sind Europa, USA, Japan, aber auch Russland. Wir produzieren qualitativ und technologisch sehr hochwertige Produkte, die einem sehr hohen Designanspruch entsprechen. Bevor wir die Salvagnini-Anlage hatten, haben wir in mehreren Schritten produziert. Das heißt, wir haben eine separate automatisierte Stanzlinie am Standort gehabt und nachfolgend Abkampfpressen sowohl manuell als auch roboterbedingt. Diese Art der Fertigung, wie wir sie vor der Salvagnini-Linie betrieben haben, hat natürlich mit sich gebracht, dass wir einen wesentlich höheren Personalaufwand hatten und auch sehr viele Manipulationszeiten innerhalb von den einzelnen Arbeitsschritten hatten. Im Vergleich zu früher haben wir nun wesentlich mehr konstruktive und Designmöglichkeiten, was Teile und Produkte betrifft. Wir haben uns für eine integrierte Lösung von Salvagnini entschieden, da wir die Produktionskapazität erhöhen wollten, aber auch gleichzeitig die Flexibilität wahren wollten, Losgröße 1 bis unbegrenzt zu produzieren. Ein weiteres Ziel war es, bei bestehendem Personalstand und bestehenden Platzverhältnissen die Kapazität massiv zu steigern. Die Hauptvorteile der Salvagnini-Fertigungslinie kann man meiner Meinung nach mit drei Punkten beschreiben: Flexibilität, Kapazität und Geschwindigkeit. Flexibilität bedeutet für uns, unsere vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten unserer Produkte mit geringstem Aufwand in der Arbeitsvorbereitung zu produzieren. Diese Flexibilität spiegelt sich vor allem auch in der Bedienung und der Programmierung wider. Im Speziellen, der Entladeroboter passt sich automatisch an die Teile an und muss nicht programmiert werden. Zum Thema Kapazität. Dank der großen Dynamik der beiden Systeme und der Softwarefunktionen wurde der Fluss optimiert und ausgeglichen. Wir konnten die Kapazität um ca. 70% steigern. Zum Thema Geschwindigkeit ist zu sagen, dass alle 5 bis 10 Minuten ein Kit zum Downstream aus der Linie bereitsteht. Dadurch konnten wir unsere Durchlaufzeiten um ca. 30% reduzieren und können dadurch wesentlich flexibler auf Kundenanforderungen reagieren. Die Hauptvorteile der Salvagnini-Fertigungslinie liegen für uns vor allem in den fehlenden Rüstzeiten und darüber hinaus auch in den hohen Standzeiten der Stanz- und Biegewerkzeuge. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit mit Salvagnini hat sich eine Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt. Wir bekommen einen ausgezeichneten Support, sowohl telefonisch, aber auch mit Technikern vor Ort, wenn dies nötig ist, und haben eine sehr hohe Verfügbarkeit an Ersatzteilen. Die Hauptprobleme, die wir mit der Salvagnini-Linie gelöst haben, ist auf der einen Seite der Wegfall der kompletten Teilemanipulation zwischen den Arbeitsschritten, die die Salvagnini-Fertigungslinie vereint, und auf der anderen Seite in großen Losgrößen denken zu müssen. Aufgrund der hohen Automatisierung, auch im Softwarebereich, und der Vernetzung der Salvagnini-Fertigungslinie über das von Salvagnini programmierte OPS-System mit unserem ERP-System konnten wir bereits 2014 einen heutigen Industrie 4.0 Standard erreichen. Da die Salvagnini-Fertigungslinie einen zentralen Kernbereich der Fertigung bei uns darstellt und die Verfügbarkeit extrem wichtig und kritisch ist, ist es für uns enorm wichtig, dass wir einen starken Partner wie Salvagnini an unserer Seite haben.